Moin, ihr Minikampfzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Grounded. Ja, ich bin verletzt, sehe ich gerade. Ja, ihr Lieben, wir sind in der letzten Folge spontan hier eigentlich hingelaufen, weil eigentlich die Kali wieder auf ihren Ausguck saß und wir wollten unbedingt eine Feder haben und sie ein bisschen stänkern. Und wir waren jetzt auch noch hier im Stinkegebiet. Und ich wollte gucken, ob es hier vielleicht irgendwo einen Eingang in dieses Labor gibt. Aber irgendwie glaube ich eher weniger dran. Also ich habe jetzt nicht gründlich gesucht, aber ich glaube, das müsste schon so ein bisschen in der Nähe sein. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt mit euch eigentlich so Ameisendings. Ist es die Richtung? Ja, müsste. Nämlich das andere. Die anderen Ameisen waren ja bei uns. Ihr seht schon wieder meine Maus nicht. Waren ja bei uns bei dem Baum. Also müsste das hier unser nächstes Ziel sein. Ignoriere ich eiskalt. Nee. Nee, 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 nee. Alter, du Hosenscheißer! Wir mussten in die Richtung. Hä? Warum habe ich da... doch markiert, ne? Ich würde jetzt einfach mal... Ich habe hier gerade, glaube ich, eine Spinne hinter mir gehört. Ich würde jetzt einfach mal dahin rennen. Ich bin aber der Meinung, dass sie da nicht waren. Oder mein Orientierungssinn verlässt mich gerade. Dürfte eigentlich nicht die Richtung gewesen sein. Nein. Definitiv nein. Da werde ich definitiv nicht vorbeischauen gehen. Gut, also war meine Orientierung doch richtig und wir hätten beim Stinkergebiet in der Richtung eigentlich bleiben sollen. Da, wo die ganzen Stinky-Bugs rumrennen. Da in der Nähe ist auch dieser Ameisenhügel. Ich habe den doch ausgekennzeichnet. Oder ist das vielleicht kaputt gegangen, als die Entwickler vielleicht da irgendwas hingesetzt haben oder weggesetzt haben? Möglich. Das ist nicht der Ameisenhügel. Oder vielleicht doch. Dieses Gebiet.
Die haben Spaß und puppen sich gegenseitig voll. Und lässt einfach einen fahren. Das sind die Leute heutzutage, ne? Einfach mal einen fahren lassen. Trotzdem müsste es irgendwo... Nee, das ist das Stinkergebiet. Hier ungefähr. Hier irgendwo muss dieses Gebiet sein. Es hat sich hier was verändert, ne? Die Kassette kenne ich. Kennen wir die Kassette? Ich glaube, hier sind wir mal rumgeturnt. Das ist neu. Mr. Krea. Ja, das ist neu. Guckt mal, die Galli. Die Galli-Screenshot. Hallo. Bitte fress mich nicht. Ich wollte fragen, ob du eine Feder hast. Ich habe gerade dann einen Screenshot gemacht, als sie sich geputzt hat. Ah ja, unsere Kali. Das ist neu. Oh, kommen wir jetzt zur Hütte? Wie gerne ich gerade zu dir hochkommen möchte. Das sagt man, desto Federn fallen, wären nämlich... Nee, ich sehe keine Federn. Das hier ist aber auch ein ziemlich guter Ort, um eine Du. Da unten, ja, ich seh's. Das ist, wie gesagt, auf jeden Fall neu. Das ist jetzt kein Labyrinth, oder? Oh Gott sei Dank, ich komme hoch. Hä? Vogel? Ganz kurz, ihr Lieben. Brauchen wir erstmal nicht und gib mir mal bitte meinen Helm wieder. Safety first. Cool. Ich würde gerne da nach oben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir ein neues Gebiet bekommen. Hier vielleicht eine kleine Hütte hinbauen. Ich will nämlich jetzt auch nicht mit euch so weit weg. Natürlich nicht. Wobei wir könnten eigentlich... Da ist es doch.
Wir bleiben mal an der Wand. Dann finden wir vielleicht mal unsere Hütte wieder. Ja. Gute Nacht. Sleepy. No joke. No joke. Ich hätte speichern sollen vorher. Ich glaube, ich komme da oben nicht mal hin. Ich glaube, dieses ganze Gebiet bis zu der Cola ist neu. War denn das für ein Geräusch? Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Gebiet, was wir schon kennen. Und zwar bei uns am See. Ja. Ich gehe nochmal zurück mit euch. Ich sollte mir was zu trinken suchen. Ich habe hier da irgendwo Regentropfen gesehen. Da. Hydration is the key to performance. Nice. Du sagst es. I've had worse, I guess. Ich weiß jetzt, ich glaube, das hier dürfte auch neu sein. Dieses kleine Wassergebiet. Sieht auch relativ neu aus. Oh Gott, ich dachte, ich tue mir jetzt weh. Das heißt, dass vielleicht unser großer Ameisenhügel weg ist. Sollte ich mal tauchen? Also am Tauchen und Schwimmen sollten sie echt noch was machen. Ist könnte man auch eine hübsche Base rausbauen. Könnte man das Wasser irgendwie. So machen, dass man es trinken kann. So, wir hatten. Nein. Ja. Science. Kann ich noch weiter hören? Nee, ich glaube ja nicht. Hätte sein können. Kann ich trotzdem da? Komm, wir gehen da einfach jetzt durch, ey. Mal schauen, ob ich gleich drauf gehe. Oder ob wir gleich drauf gehen. Könnte aber sein, dass wir durch die Map fliegen. Nicht?
Oh, hier können wir das ganze Gras abhacken. Was? Was macht... Guck mal, ich habe deine Schwestern und Brüder umgebracht. Ich bin so freundlich wieder mal. Essen? Könnten wir eigentlich mitnehmen, ne? Ja, komm, nehmen wir mit. Ich wäre jetzt eigentlich auch ziemlich gerne zu unserer Ameisen-Kolonie gegangen, wo wir noch nicht fertig waren mit den ganzen... Ihr wisst schon, hier mit den ganzen... Höhensystem erforschen. Leute... Hier oben eine Base bauen und ihr seid sicher. Aber erstmal einen Weg nach oben schaffen, ne? Also runter kommt man leicht. Das könnte sein, dass vielleicht jetzt ich hätte mal nach den Updates gucken sollen. Inwieweit die Updates weiter sind. Oh! Eine Spinne gesehen, sofort Gänsehaut. So, das kennen wir ja. Verdammt, hätte es sein können. Wo ist die Ameisen-Dings? Jungs, Mädels, ich habe doch gesagt, zu fünft auf eine Person, vier, ist uncool. Oh. Hunden. Vielleicht sollte ich auch ein anderes Symbol... Oder sie haben die Symbole geändert. Wartet mal. Ameisen-Dings. Danke. Oh Gott. Vielleicht machen wir... das in der Farbe. Denn es ist immer noch was anderes und wir können jetzt mal gucken, was hier drin existiert. Und ich kann euch nicht mehr sagen, wo genau wir langgelaufen sind. Ich weiß, dass wir geschwommen sind. Und ich habe keinen Platz mehr Alter, süßes Ding. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hoops, bringing the light.
Es tut mir leid, ich wollte dich nicht treffen. Können wir drüber reden? Bitte? Sie ist leicht aggressiv, glaube ich, die kleine Süße. Wow! So, ja, ich speichere nochmal, um zu gucken, ob ich... Nein, ich kann nicht nochmal speichern. Ist halt einfach nur doof, dass man... während man eine Fackel hat, nicht diesen Hammer haben kann. Ach so, der Arsch des Teils. Warte mal kurz, ich mache, während ich... Display. Nein, Gamma. Es tut mir leid. Aber dass ich hier überhaupt mal was sehe... Hat sich hier gerade irgendwas gefreut? Das packen wir erstmal raus. Ich will nicht wissen, wie sie da reingeht in diese süßen kleinen Getiere. Ja, ich werde es demnächst wieder dunkler machen. Ich habe das allererste Mal in diesem Spiel blockiert. Blockiert, ja. Ich blockiere die ganze Zeit. Ja, eigentlich doch. Eine Verteidigung gemacht. Na, pack mal deine Nüsse noch raus. Entschuldigung. Wir wollen, ja, definitiv speichern. Ich hoffe, das ist einigermaßen hell für euch. Und nochmal.
Ich weiß nicht, was alles kommt. Das packen wir raus. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so eine große Reise mache mit euch. Und das ist ein Stein. Natürlich, ich habe einen Stein eingesammelt. Ist auch sau wichtig. I've had worse, I guess. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Komm schon. Von hier kamen wir. Wie soll man das alleine schaffen? Alter. Gut, kann ich nur in der Werkbank machen. Ich... Das ist halt doof, ne? Du greifst mich nicht an, ne? Du bist lieb, ja. Die kleinen Süßen greifen mich nicht an, nur die Großen... Can't waste food. Can't waste food. Hydration is the key to performance. Ich sollte speichern, vorsichtshalber.
Das schaffe ich nicht. Nee. Nee. Da kann ich gut sein, wie ich will. Könnt ihr vergessen. Da kann man mich auch Kampfzweck nennen. Das ist das. Hallo, so süßes Ding. Hallo. Und die Stamina. Oh, warte mal, ich habe ja noch was. Ich weiß nicht, wo lang. Gut, wie lahm? Loading bitte. Und zwar das. Wir haben ja noch ein gewisses, keine Ahnung, Teil bekommen. Keine Ahnung, Teil bekommen. Wir haben so ein gewisses, keine Ahnung, Teil bekommen. Läuft gerade bei mir. Wir haben ja noch Status. Ich kann nur 3 Sachen machen. Ich mach mal das. In der Hoffnung, dass das jetzt irgendwas bringt. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.